Freck, Freck, Freck. Mann. Hier. Eins, zwei, drei, vier. Und dann, mein lieber Freund, hau mal hin da. Oh, ist das schön. Mensch. Tschüss. So, jetzt sind aber hier ein paar Talismane mit bei. Wenn nicht, ne? Da ist mal einer. Da ist noch einer. Oh, zwei Kakrit, das freut mich. Wo ist denn hier meine... Da, hervorrufen. Da habe ich auch die Düfe drin, die ist nämlich sehr gut. Die ist richtig gut. So. Du gehst jetzt auch. Verfluchter Talisman. Bam, 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 bam. Boah. Ja, Shatter. Und jetzt kassierst du richtig in die Fresse. Bam. Oh, ich liebe Frostmages. Ich liebe generell Magier. Aber nichts geht über einen geilen Schurken, wa? Meine Freunde. Junge, ich gebe ja selber zu, Schurken sind echt OP, aber man muss ja auch spielen können, sonst kann man ihre Stärke einfach nicht ausnutzen. Das habe ich schon mehrmals bemerkt bei Schurken in der Arena. Da trennt sich echt die Spreu vom Weizen und wenn da die Schurken nicht das nutzen, was sie nutzen können, dann sind sie einfach schlecht. Ich rede jetzt hier von Gesundung, Zeichseln, Entwaffnen, Solarplexus und so weiter. Die Schurken unter uns oder die Schurken unter euch, die zugucken, die wissen ganz genau, wovon ich rede. Die nicht, die muss es nicht interessieren. Nicht gerade so. So. Bam, 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 bam. Mann. Oh yes. Ah, noch einer. Vielleicht ist das ja schon der letzte. Bam. Nein, natürlich nicht. Wieso denn auch? So, jetzt aber... Oh, ich liebe es. So. Jetzt noch da unten das geheimnisvolle Licht. Und dann haben wir sie alle. Vielleicht schaffen wir dann auch das Level ab. Und dann war es halt für mich heute für meinen Level, Hardcore-Level-Plan. Warte mal, Level 50 kann ich hier mal gucken. Allgemein, Stufe 50. Zusammenfassung. Erobert die Flagge. Allgemein. Wo ist denn... Ach Mann, ey. Naja. Oh, hier gehe ich besser weg. Das war wohl ein bisschen zu weit nach links. Ah. Scherbenwelt finde ich cool zu questen, obwohl ich die Quest schon auch schon sehr oft gemacht habe.
Die müssten hier liegen, die Geheimnisse des Lichts. Mit dem Flugmount ist jetzt sowieso alles easy going hier. So, fertig, alles abgeben, Level up machen und ausloggen und schlafen gehen. Und für euch heißt es, auf den nächsten Part warten, oder? Ja. Ah, da ist schon wieder so ein ekelhafter Drecksmann. Da kann ich ja auch einen neuen Skillpunkt verteilen. Packe ich ein Eischollen wahrscheinlich. Ich komme von oben. Oh ja, yeah. So, jetzt bei dem hier die Quest abgeben. Jeder Tag ist ein Segen. Mögen eure Tage lang und eure Mühen gering sein. Nee, zu weit. Ja, falls hier ein Hort da rumrennt, dann können wir umnatzen. Den spuck ich weg. Ich finde dieser, boah, das Viech ist so ekelig. Ich hasse diese Elefanten. Ich mag Tiger. Oder Chopper. Aber die sind zu teuer. So, auch die fertig. Dann die da hinten abgeben. Ey. Was geht euch durch den Kopf? Oh, die sind schön. Unerschütterliche Seelen, ja. Das ist die Minenquest, die mache ich erst morgen oder die Tage. Mal schauen, weil ich meine Schalal Walter spiele. Vielleicht hole ich euch erstmal wieder ein bisschen Ruhebonus raus. Hiermit die letzte Quest ab, die mich wahrscheinlich auf Level 61 bringt. Und dann gehe ich erstmal pennen. Ich denke mal, ihr habt es auch gemerkt, ich bin etwas ruhiger geworden. Weil ich auch müde bin. Aber die, ja, das müsste reichen. Wenn nicht, dann gehen wir noch 2-3 Mobs killen. Aber es müsste theoretisch reichen. Für die Level Up. So, bam. Like a boss. So, Level Up. Ein neuen Talentpunkt. Der kommt in Eisschollen rein. So, dann teleportieren wir uns nach Sturmwind und sagen erstmal auf Wiedersehen, WoW. Für heute, für diesen Part. Gut, ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play WoW mit mir, dem Darius. Bis dann, ciao.